Zu viel Werbung bei YouTube oder mich nervt die Werbung bei YouTube. Diese Sätze höre ich öfters mal, manchmal in den Kommentaren unter unseren Videos, manchmal aber auch bei der YouTube-Community, dass sich jemand hinschreibt und sagt, hey, meine Meditationsvideos werden durch Werbung unterbrochen und jetzt möchte ich dazu einfach nur mal zwei Sätze sagen, ohne den Anspruch auf Vollständigkeit zu haben, aber nur zwei Gedanken dazu. Zum einen, YouTube bietet euch natürlich eine große Reichweite und dann das nächste ist, es hat auch eine super gute Suchfunktion und das alles muss bezahlt werden und auch das Video-Hosting ist nicht günstig. Und deshalb ist die Frage, ist das gerechtfertigt oder ist es nicht gerechtfertigt? Wenn ihr YouTube-Partner seid, könnt ihr die Werbung ja abschalten vor euren Videos und auch innerhalb des Videos. Das heißt also, wenn man Meditationsvideos macht und das Ganze ist dann so, dass man da eine 30-Minuten-Video macht, dann wird es dann nicht mehr unterbrochen, wenn man das abstellt. Das kann man dann tun und das ist dann gar kein Problem. Wenn man aber jetzt noch nicht im YouTube-Partnerprogramm ist, das heißt, man hat noch keiner 1.000 Abonnenten, man hat auch noch keine 4.000 Stunden Watchtime und man ist auch noch nicht angenommen, gibt es ja drei Kriterien dafür, dann ärgert man sich natürlich, dass man da unterbrochen wird für längere Videos oder für Vorträge manchmal und so weiter und so fort. Und da muss ich wirklich sagen, das stimmt, aber YouTube muss das Ganze auch refinanzieren. Und wenn ihr mal selber probiert habt, ein Video hochzuladen, irgendwo zu hosten oder beziehungsweise gleich mehrere Videos zu hosten und das zu organisieren, dann kostet das eine richtige Menge Geld mit der Zeit, wenn man viele Videos hat. Das bietet euch YouTube kostenlos und dann muss ich sagen, müsst ihr mit leben und auch auf anderen Plattformen, wo ihr vielleicht Geld zahlt, da gibt es ja welche, wo ihr Geld zahlen könnt, dafür kommen die Videos werbefrei, da hat man dann wiederum nicht die Reichweite. Und deshalb finde ich ganz ehrlich, ja, Werbung nervt mich manchmal auch, manchmal ist sie sogar richtig gut, aber das lässt sich nicht vermeiden. Das ist halt das Spiel von YouTube, was wir machen können. Und es ist ja eine freiwillige Sache. Wer sich darüber aufregt, der kann zum Beispiel auch, wer sich über Werbung aufregt, selber als Nutzer, der kann zum Beispiel auch YouTube Premium nehmen. Dann hat man ja keine Werbung mehr. Und dann ist es auch noch eine gute Sache. Also, das heißt aus meiner Sicht, das ist jetzt ein bisschen provokant, lasst euch nicht nerven von der Werbung. Wir müssen damit leben. Dafür kriegen wir aber auch eine Leistung. Und wer das anders sieht, der darf das gerne mal in einen Kommentar schreiben. Ich möchte jetzt einfach mit diesem Video mal zur Diskussion anregen und sagen, vielen Dank und viel Spaß mit YouTube.